Der Pflegestudiengang der Hochschule Bremen hat ein hochspannendes Projekt ins Leben gerufen. Diverse Köpfe aus der Pflege wurden gebeten, Videos aufzunehmen. Diese 4- bis 6-minütigen Videos spielen in einem Café nach der Corona-Krise. Ziel ist es, den Rückblick auf die durch die Pandemie vorangetriebenen positiven Veränderungen im Pflegesektor zu simulieren. Die Noventi Care als Softwarepartner für Pflegeeinrichtungen unterstützt derartige Projekte sehr gerne. Auch wir möchten bestmöglich verstehen, wie sich das Arbeitsumfeld unserer Kunden durch Covid-19 zukünftig ändern wird. Wir glauben, dass gute Software die Realitäten im Pflegealltag exakt kennen muss und Innovationen durch fachliche Kompetenz getrieben wird. Der Kaffee ist schon fertig. Und damit würde ich jetzt auch direkt in das Video starten. Moin, mein Name ist Julius Knoche und ich bin Geschäftsführer der Noventi Care GmbH. Ich blicke also auf die Zeit nach Corona durch die Brille des Branchensoftwareanbieters, inklusive aller Präferenzen und Einschränkungen, die diese Brille so mit sich bringt. Die gestiegene Wertschätzung für die Pflege möchte ich heute mal hinten anstellen. Ich glaube, es ist wichtig, erst darauf zu schauen, wie sich das Diskursverhalten und die Entscheidungsgrundlagen seit Beginn der Krise verändert haben. Menschen wollen klare und finale Antworten auf komplizierte Fragen. Medien und Politik liefern diese oft, auch wenn dabei vieles unter den Tisch fällt. Das ist auch nicht per se schlecht. Aus der Organisationsforschung wissen wir zum Beispiel, dass Manager in besonders unruhigen Zeiten besser falsche als gar keine Entscheidung treffen. Das ist übrigens kein Argument für Nachlässigkeit oder gar Populismus. Covid-19 hat uns aber nun gezwungen, aus unseren tradierten Diskursmustern auszubrechen. Wir alle mussten 14 Tage auf die ersten sichtbaren Ergebnisse von drastischen gesundheitspolitischen Maßnahmen warten und bis dahin einfach ergebnisoffen verharren. Einfache Antworten wurden in kürzester Zeit als falsch entlarvt und komplexe, teils ergebnisoffene Einschätzungen von Wissenschaftlern beherrschten plötzlich auch die Medien. Corona hat den öffentlichen Diskurs also versachlicht. Die Scientific Literacy der Medien und damit auch der Bevölkerung ist gestiegen. Manche behaupten, Gleiches gilt auch für die Politik. Das hilft uns jetzt nach der Krise, bessere Reformentscheidungen zu treffen und diese gesellschaftlich auch konsensfähig zu machen. Gute Entscheidungen basieren auf guten Informationen. Auch hier hilft uns die Pandemie als gigantisches, natürliches Experiment. Noch nie wurde in so kurzer Zeit im Gesundheitssystem so viele Variablen geändert und so viel Neues getestet. Die Krise nötigt zur Effizienzsteigerung, Innovation oder teilweise auch einfach nur zur Notlösung. Wir verfügen jetzt nach der Krise über Daten, wie sich diese Maßnahmen unter Realbedingungen auswirken. Beispiele hierfür sind das Aussetzen von Routinekontrollen durch den MDK oder de facto Isolation von stationär Pflegebedürftigen von der Außenwelt. Natürliche Experimente, die teilweise aus gutem Grund ohne Corona-Krise nie stattgefunden hätten. Das digitale Versorgungsgesetz ist hier übrigens ein schönes Beispiel. Es zeigt, wie man außerhalb der Krise kontrollierte Live-Testbedingungen und somit Innovationsräume schaffen kann. Unsere gesellschaftliche und politische Entwicklung hing schon immer der technischen Innovation etwas hinterher. Krisen beschleunigen die Annäherung dieser beiden Entwicklungsstellen oft. Das gilt für Pandemien, das gilt aber auch für Kriege oder soziale Umschwünge und Krisen, wie zum Beispiel die industrielle Revolution und die nachgelagerten sozialen Unruhen. Dies birgt aber auch immer immanente Risiken. Gesundheitswirtschaft und Politik müssen hier aktiv Risikomanagement betreiben. Das Patientenwohl darf nicht gefährdet werden. Fehlertoleranz kann zu Recht ein recht problematisches Wort sein im Kontext des Gesundheitswesens. Dann komme ich auch zur gestiegenen Wertschätzung für die Pflegeberufe. Die Corona-Krise hat eindrucksvoll bewiesen, wie viel Solidaritätspotenzial in dieser Gesellschaft herrscht. Auch systemintern sind die Berufsstände durch die operativ stark multiprofessionelle Krisenbewältigung näher gekommen, besonders im klinischen Umfeld. Eine ernsthafte Reform des Pflegewesens wird sehr teuer. Das ist politisch nach der Krise, zumindest ohne deutliche Willensbekundung seitens der Bürger, wenig sexy. Wenn aber Veränderungswille auf eine versachlichte Diskussion und umfassende Analysedaten der letzten Monate trifft und wir die in der Krise selbst im System entdeckte Geschwindigkeit
an Veränderungen beibehalten, dann wird sich die Pflege deutlich zum Positiven ändern. Als Softwareanbieter vermuten wir das größte Innovationspotenzial an den Schnittstellen zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitsmarkt. Informations- und Reibungsverluste passieren immer an Schnittstellen. Besonders in solchen Märkten, deren Segmente historisch eher als Silos agieren. Hier lässt sich also auch der größte Nutzen für Versorger und Patienten heben. Die Krise hat hier bereits als Brandbeschleuniger für eine solche Innovation gewirkt. Die Noventi und die Techniker Krankenkasse bieten potenziellen Covid-19-Patienten seit Donnerstag die Möglichkeit an, sich via Online-Konsultation ein E-Rezept ausstellen zu lassen. Dieses wird dann digital via QR-Code an die Apotheke übermittelt und anschließend kontaktlos geliefert. Im Ergebnis kommt das für 2022 vorgesehene E-Rezept schneller und konsequenter zum Einsatz und systeminterne sowie allgemeine Infektionspotenziale werden reduziert. Es gibt diverse Beispiele, wo ein derart pragmatisches Voranschreiten wünschenswert wäre. Häufig sind genau diese Aufgaben wie die Abrechnung mit den Kostenträgern, das Anfordern von wiederkehrenden Rezepten, das Entlassungsmanagement im Krankenhaus, Aufgaben, die den Pflegenden die ohnehin knappe Zeit am Klienten streitig machen. Hier gemeinsam einheitliche Schnittstellen für digitale Lösungen zu schaffen, scheint nun deutlich wahrscheinlicher als vor der Krise. Der Fokus auf die Zeit am Patienten ist, glaube ich, essentiell. Und auch dann essentiell, wenn wir den eskalierenden Pflegekräftemangel beheben wollen. Oder dem entgegenwirken wollen. Bessere Arbeitsbedingungen bedeuten nicht nur faire Einkommensstrukturen. Pflegekräfte wählen den Beruf, um Menschen helfen zu können. Wir müssen dafür sorgen, dass sie auch in ihrem Beruf wieder genau das tun können und Zeit dafür haben, genau das zu tun, Menschen zu helfen. Pflegekräfte verbleiben oft nicht lange in dem Beruf. Solange wir das nicht beheben, werden wir die bis 2025 fehlenden 200.000 Pflegekräfte nicht kompensieren können. Das am 1. März in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollte dem deutschen Arbeitsmarkt je Jahr ca. 25.000 neue Fachkräfte zuführen. Das war aber vor der Corona-Krise. Und bevor die Krise gezeigt hat, dass globale Krisen auch globale Lösungsansätze zunichte machen. Außerdem bezogen sich die 25.000 Fachkräfte je Jahr auf alle vom Fachkräftemangel betroffenen Branchen, nicht nur die Pflege. Die Noventi Care versucht den durch KI beispielsweise Dokumentationsaufwände zu reduzieren und durch automatische Übersetzung ausländische Fachkräfte schneller zu integrieren. Das alles wird aber schlichtweg nicht reichen. Wenn wir nicht mehr Pflegekräfte ausbilden und die Arbeitsbedingungen so weit verbessern, dass uns diese auch nach dem Berufsstart lange erhalten bleiben. Wenn wir weiter versuchen, den Pflegekräftemangel mit dem vor der Krise herrschenden Selbstverständnis zu beheben, dann wird es quantitativ bei weitem nicht reichen und zwangsweise auch zu einer Negativselektion kommen. Mehr Wertschätzung und mehr Zeit am Patienten war auch vor der Krise schon immer wieder ein Thema. Auch wir schauen uns natürlich Konzepte wie Blutsorg sehr genau an. Jetzt nach der Krise hoffen wir, dass dieser Klienten- und Pflegekraftfokus von solchen Konzepten Einzug in das Gesamtsystem findet. Ohne diese zu kopieren, sondern die Grundlagen und die Handlungsweisen, das Selbstverständnis dahin zu überführen, wo wir aktuell arbeiten, unsere Realität. Dazu werden wir auch andere Vergütungsstrukturen und vielleicht auch andere Qualitätskriterien brauchen. Und unser Verständnis, unsere Wertschätzung und unsere Prozesse in der Pflege grundlegend überdenken müssen. Vielen Dank an das Team von Dr. Zündel für die Chance, bei diesem Projekt mitzuwirken. Vielen Dank an die Pflegekräfte, die trotz widriger Bedingungen auch in der Krise uns als Gesellschaft nicht sitzen lassen und die gerade die in unserer Gesellschaft versorgen, die besonders anfällig sind für die Pandemie und besonders gefährdet sind. Es bleibt zu wünschen, dass wir uns alle daran auch nach der Krise noch sehr, sehr lange und sehr gut erinnern. Vielen Dank. Viele Grüße aus Bremen und bleiben Sie gesund.